Felix, dein erster Conti Cup Sieg auf Schnee. Wie fühlst du dich jetzt? Ja, es ist natürlich erstmal großartig, dass es jetzt den ersten Continental-Cup-Sieg eben im Winter auch geklappt hat. Wir sind schon zweimal Zweiter gewesen. Wie gesagt, im Winter war es mein erster Sieg jetzt und das freut mich natürlich riesig. Zehnter nach dem ersten Durchgang, wie hast du dich da am Schleudersitz gefühlt? Ja gut, das ist natürlich immer ein Zittern dann oder auf ein Warten auf das Endergebnis. Wie gesagt, ich habe einen guten Sprung gemacht. Ich bin dann eben auf dem sogenannten Schleudersitz gesessen und habe eben gewartet und gezittert. Und im Endeffekt hat es eben gereicht, dass ich ganz oben stehe. Und ja, die Freude ist riesengroß natürlich. Super, und dann für morgen dein Vorsatz? Ja, ich werde morgen schauen, dass ich eben von den Sprüngen her, von der Technik so weitermache, wie ich im letzten Sprung aufgehört habe. Der letzte Sprung war mein Bestes das Wochenende bis jetzt und darauf kann ich aufbauen und daran werde ich morgen weiterarbeiten und wenn die Sprünge morgen so wieder kommen wie der letzte, dann wird morgen bestimmt wieder ein gutes Ergebnis werden. Okay, Dankeschön. Bitte.